Neues Spiel, neues Glück. Und es gibt ein paar Dinge, über die ich mit euch reden muss. Dinge, die mir auf den Sack gehen. Und zwar, Nummer uno. Warum werde ich mit Tier 5 Level 500 Leuten gematcht, wenn ich in einem Casual-Spiel spiele? Was ist bitte schön los mit PUBG? Nummer dos. Warum komme ich, wenn ich in einem Squad spiele, PUBG, warum werde ich mit 3 Bots in ein Team gesteckt? Also, ich weiß es nicht, aber ich glaube, PUBG hat so einen geheimen Masterplan, um mir den Spaß am Spiel zu verderben. Unfassbar. Wirklich nervig. Und dann habe ich noch Nummer 3. Und das ist auch was ich überhaupt nicht verstehen kann. Wenn ich meinen Rechner neu starte und den Soundblaster G6, glaube ich, ist es, verwende, dann ist die Lautstärke am linken Kopfhörer, am rechten Kopfhörer minimal leiser als am linken. Was zur Folge hatte, dass ich schon gedacht habe, ich wäre taub. Aber es war es dann nicht. Es war einfach nur ein Bug. Und das Lustige ist, es passiert jedes Mal, wenn ich meinen Rechner neu starte. Dinge? Erklärt mir bitte, wo das herkommt. Erklärt mir bitte, wo das herkommt. Ich verstehe es nicht. So, aber bevor ich jetzt hier weiter lamentiere, erstmal vielleicht mal einen kleinen Blick in die Runde werfen. Sieht eigentlich alles harmlos aus, oder? Bisher. Nein. Schon ein wenig sonderbar, da wusste ich echt nicht so recht, was ich damit anfangen soll. Also, es ist wirklich komisch. Die MP9 ist auch cool. Ne? Aber wir lassen es mal so, wie es ist. Ne, hoch will ich nicht. Gehen wir noch eins runter. PZ-Granate nehmen wir auf jeden Fall mit. Gut. Noch eins runter. Scopes. Scopes und Schallis hätte ich gern. Und vielleicht noch ein bisschen Munition für die M4. Perfekt. Das passt. Ein Schalli will ich noch. Und ich will das Licht hier anmachen. Sonst sieht er mich nicht richtig. Ey, wir sind in der Zone. Ja, Glück. Das muss ich überhaupt alles erledigen. Red Dot oder Holographic? Teammate reviven wird wahrscheinlich schwer gehen.
Brauch ein Scope größeres. Passt. Ja, dann machen wir uns mal auf die Suche nach irgendwelchen Gegnern. Jo. Ein bisschen lauter. Ein Hammer. Wir brauchen keine Energy Drinks mehr. Ich bin gerade auch sehr vorsichtig. Granate. Jetzt geht's los. Red Zone. Ich will Muni. Ich will noch ein Schalli. Ich will noch einen Stalli. C4. C4 ist ultra wichtig. Also ich finde nirgends. Alter Schwede. Ein Schalldämpfer finde ich nirgends. Hubschrauber halt. Hängt noch einer dran? Hm. Komm, hinter mir runter, ist mir aber egal. Noch ein paar Kills machen hier mit Red Dot. Und was ich auch noch gerne hätte, wäre ein größeres Scope. A Red Dot und Holographic. Okay, alles klar. Ja. Das hilft mir nichts, da muss ich nah ran eigentlich. Das ist das Problem. Der nächste. Emergency Pickups gehen ab. Ich sehe keine Gegner. Oh Gott, bin ich erschrocken.
Schalldämpfer und go. Schalldämpfer und go. Da oben ist Flugzeug. Oh, ist weit weg. Vor uns wird geballert. Lass mich mal ganz kurz den Taskmanager reinschauen und diesen Launcher da killen. Ja, also irgendwie klappt es irgendwie gerade nicht so mit den Attachments. Uns geht's ab. Was wäre da gewesen? Der Kill mit dem Red Dot. Bin aber noch drei. Nichts für mich dabei. Boah, Destin ist insofern hart, als dass halt ultra viele Häuser rumstehen, in denen es potenziell rumgeradet werden kann. Let's go. Zone. Zone Bohne. Wo war der Dude? Haha. Also ich sehe ihn nicht. Haben wir. Nächste Red Dawn. Einunddreißig noch. Ein Stück zu laufen hier auch noch. Stück zu laufen haben wir auch noch. Boah, wir müssen loslegen hier. Aber mit Vollgas in die Zone jetzt hier.
Links von mir war, glaube ich, noch einer irgendwo. Von mir geht's ab. Great Drop. Siebenundzwanzig im Leben. Und links in die Zone rein. Zone geht weiter. Keine Gegner. Molly nehmen wir mit. Und da ist er dran. Tut jetzt schon ein bisschen weh. Zone. Fläche. Auch nicht so schön. Auto von rechts. Freilicherweise sind wir jetzt in der Zone, wie es aussieht. Schon, ne? Yes, sir. Wir sind drin. Gut. Wir müssen jetzt vorsichtig sein hier. Wir haben immer noch nur das Vierer-Scope. Warum bleibe ich hier an der Wand hängen? Holy. Warum habe ich die nicht gehört? Hä? Hat er mich? Aber der hat mich auch nicht gehört. C4 ist in der Map echt praktisch. Achterscope auch. Sieht so aus, als wären wir hier erstmal safe. Hauen wir uns mal noch einen Painkiller rein. Granaten ohne Ende. Ich habe nicht mal einen Extended Mag. Stelle ich gerade fest. Wir schon echt lange rumgelootet haben jetzt hier. Nochmal einen Kaffee. Healing Items. Hier irgendwo. Da hinten geht's ab. Wir warten mal. Zonenmitte ist irgendwo bei Gelb. Smokes gehen los. Zehn im Leben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass da noch einer drin lurcht. Hier noch einen laufen hören. Laufen sehen, besser gesagt.
Wir sind eigentlich fast drin, ne? Nochmal kurz eine Runde chillen hier. Noch 7 am Leben, sind noch voll viele. Achterscope an der Mini ist schon ganz geil eigentlich. Sieben. Ich würde echt alles für einen Schalldämpfer geben. Ich würde echt alles für einen Schalldämpfer geben. Flugzeug. Komm direkt zu mir. Wo ist das Crate? Kommt quasi hier runter. Uns wird geballert. Pushen noch mal ein bisschen. Recht unübersichtliches Eck für die letzte Runde, für die letzte Zone. Mit den ganzen Bäumen und dem hohen Gras. Kommt hier. Wo ist die Crane? Ich sehe sie nicht mehr. Kommt nicht so weit vor. Der Typ mit der SLR hat, den habe ich da hinten irgendwo gehört. Da hinten geht's ab, ja. Okay, dann nicht schlecht. Gemollied. Der kommt jetzt zu mir gepusht. Den kann ich jetzt eigentlich. Sollte ich mit dem fertig werden können? Ich muss nämlich aus dem Haus raus. Es ist nur die Frage, wo ist denn die anderen? Hinten wird noch gebrochen. Haben zweimal getroffen. Haben zweimal getroffen. Dreimal getroffen. Ich weiß nicht, auf wen der schießt. Ach was, der hat ihn gekillt. Okay, gut. Das ist so schön. Wisst ihr, was das heißt? Jetzt mache ich den letzten Platt und dann habe ich Chicken Dinner. Wenn ich ihn finde. Ist hier oben. Ist hier oben irgendwo. Zone ist. Leider sowohl für ihn als auch für mich positiv.
Hinter dem, hinter einer von den Häusern. Bäume. Derjenige, der jetzt die nächste Zone kriegt, gewinnt. Weil der andere Dude spielt nämlich echt auch ultra defensiv. Wahrscheinlich hinter dem Stein. Der, na, schwer zu sagen. Lass mal die nächste Zone abwarten. Er spielt defensiv, das bedeutet, er wird keinen Fehler machen. Er wird jetzt nicht einfach wieder sein Zeug in der Deckung rauskreuchen. Und wo ist die nächste Zone? Das ist jetzt die große Frage. Bei mir. Der andere Typ hat jetzt gelebt. Ich habe ihn gesehen, aber nicht besonders gut. Es waren Gewehrkolben irgendwie nach oben gestanden oder so. Ich sag mal so, ne? Das war hart. Aber es war auch erfolgreich. Und mit diesem lustigen 90er Jahre Victory Dance sage ich danke fürs Zuschauen. Ich bin froh, dass ich meinen Fluch durchbrochen habe und mal wieder ein Chicken Dinner gewonnen habe. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao, macht's gut, passt auf euch auf.